könnte denn einladender sein als so ein Wetter, um endlich mal wieder wegzufahren? Also das ist doch wirklich einfach nur schön. Oder? Ja, also schöner geht's gar nicht. Scheiß Wind noch hier vorne, sieht man ja so. Das wackelt alles so richtig, gell? Man ja. Sieht eigentlich keine 100 Meter vor lauter Regen. Der Regen wird stärker. Ja, der wird stärker. Aber wir fahren jetzt ausgerechnet heute mal wieder kämpfen. Nein, es wird echt schlimmer. Notfalls müssen wir anhalten. Ja, man sieht das hier gar nicht so krass, ne? Aber es ist schon sehr, sehr leer. Naja, auf jeden Fall sind wir erstmal auf dem Weg Richtung Augsburg und wollen dann uns fortkämpfen Richtung Neuwiedersee. Ja, das ist der Plan. Mal gucken, ob wir hinschwimmen oder hinfahren. Die Sonne ist wieder da. 70 Kilometer. Hättest du es gedacht? Ja. Ja. Ich wusste das. Also ich wusste das auch. Ich wusste das schon zuerst. Ich noch vorher. Ich schon. Gestern, ich. Ich kann sie jetzt nicht übers Knie ziehen, Tina. Aber ich kann nicht mal über den Tisch sprechen. Das würde gehen. Ja, cool. Sie erreichen Ihr Ziel in 200 Metern. Sind wir in Augsburg am Campingplatz Bella Augusta, ne? Bella Augusta. Ups. Ja. Das sieht doch eigentlich echt schön aus. Kann man nicht meckern. Jetzt müssen wir mal gucken. Kurzparkzone ist hier, ne? Angeblich, genau. Dann können wir uns da mal kurz hinstellen. Mein Zuhause für heute Nacht. Ja. Ja, und das hat eigentlich gut funktioniert mit so einem Check-in-Automaten. Ja. Genau. Da kannst du rund um die Uhr einchecken, kriegst dann irgendwie so ein Kärtchen und kannst da Strom drauf buchen. Was hat das jetzt gekostet für zwei Personen eine Nacht? 32 Euro plus die Kilowattstunde Strom, 1 Euro fast. Das ist schon sauteuer, weil normal 50 Cent, aber ja. Scheiß drauf. Ja, aber so gepflegter Platz. Gucken wir uns mal an, wie die Sanitäranlagen sind. Mir ist kalt. Ja, gleich. Hast du fertig geknetet? Ja, ich habe geknetet. Das ist die dürftige Mahlzeit für heute. Und dann mach mal bitte so viel Wasser rein, wie du meinst, liebe. Kalt ist es mir auch. Komm, mach mal jetzt. Das Schöne ist nämlich, wir sind jetzt hier angekommen und kriegen die Heizung nicht an. Und es ist ganz schön kalt. Es ist wirklich so kalt, dass meine Beine sind. Eingewickelt in eine Wolldecke. Und der Peter zieht sich jetzt eine schöne warme Schürze an. Genau. Du Raffzahn, musst wieder alles für dich beanspruchen. Ja, verdient hab. Wir haben uns jetzt ganz verzweifelt erstmal einen leckeren Shake gemacht. Das schmeckt ja schon gut und eine Banane gegessen. Und jetzt machen wir erstmal ganz trotzig ein bisschen Reis mit Tomatensauce, was ich ja eigentlich überhaupt gar nicht leiden kann. Wasser bitte. Und hoffen, dass ich durch die Kochkunst die Leitungen frei schleimen, gell? Die Gasleitungen, ist das nur ein frommer Wunsch oder ist das irgendwie wissenschaftlich fundiert? Fundiert. Fundiert, na gut. Na dann gucken wir ja, mal. Ja, wenn Wasser, Luft in den Leitungen ist, vielleicht, weil das mal ausgeschaltet war. Na dann hoffe ich doch mal sehr, dass das was wird. Aber trotz alledem würde ich das Ding mal kurz anmachen. Ja, mach's mal. Die Heizung ist angesprungen. Es kommt zwar nur kalte Luft raus im Moment, aber jetzt wird der Ventilator auch noch angemacht. Aber sie geht bestimmt gleich. Ich höre sie schon brummen. Oh Gott, es ist so, so kalt. Und morgen, und übermorgen soll es 25 Grad werden. Das kann ich überhaupt gar nicht glauben. Aber ist ja nur, dass die Gerüche rausgehen. Ich hoffe es doch sehr. Der Peter kocht hier in aller Ruhe. Das leckerste Essen seit Menschengedenken. Ja, du wirst dich schon noch freuen gleich. Ich freue mich schon heute Abend auf meine Erdnussflips. Das ist das Einzige, wo ich mich drauf freue, und mein Heizkissen. Ja. So, wie war die erste Nacht auf dem Campingplatz? Wieder gut eingekuft? Nachdem du aufgehört hast, ständig zu meckern, dass es kalt ist, dass alles scheiße und
anstrengend ist, ja, dann war es gut. Wenn die Heizung ausfällt, muss man halt mal meckern, dass es kalt ist, wenn man mit Daunenjacke im Bett liegt und es immer noch kalt ist. So, das ist der Platz am morgendlichen Strahlfreitag. Schon schön, gell? Ja. Und wo fahren wir jetzt hin? Fahren wir Richtung Mondsee oder Wolfgangsee? Fahren wir tanken. Und dann fahren wir weiter auf die Autobahn Richtung Wolfgangsee, würde ich sagen. Da gibt es nämlich mehr Campingplätze. Okay. Kommen wir mal zum See. Ach so, ja. Wenn wir schon da sind. Ach ja, hier direkt am Campingplatz. Das ist ein kleiner See. Das ist ja süß, oder? Das ist wie am Rombachsee so, ne? Ja, sehr süß, ne?